Mitten im Ruhrgebiet hat es der Klimaschutz nicht leicht. Allein diese Hochöfen verursachen jedes Jahr 20 Millionen Tonnen CO2. Der Betreiber will das nun ändern und die Anlage modernisieren. Von schmutziger Kohle schrittweise umsteigen auf klimafreundlichen Wasserstoff. Wir werden mit dem neuen Prozess ca. 3,5 Millionen Tonnen CO2 einsparen, jährlich. Also es ist eines der größten Dekarbonisierungsprojekte weltweit und das größte von Europa. Wie hier in Duisburg wollen nun viele Unternehmen umrüsten auf sogenannten grünen Wasserstoff. Der lässt sich in einem einfachen Verfahren herstellen. Dazu wird normales Wasser in seine Bestandteile zerlegt, Wasserstoff und Sauerstoff. Benutzt man dafür Strom aus erneuerbaren Energien, entsteht grüner Wasserstoff, klimaneutral in der Herstellung und im Verbrauch. Die Bundesregierung erwartet in den kommenden Jahren eine stark steigende Nachfrage. Wir werden Teil dieses Wasserstoffs in Deutschland oder in der deutschen Nordsee produzieren, aber wir werden etwa 2/3 voraussichtlich importieren, entweder über eine Pipeline oder über Schiffstransporte. Und dafür haben wir die Grundlage gelegt. Liefern sollen mehrere Länder auf unterschiedlichen Wegen. Eine große Abhängigkeit von einem Partner, wie beim Erdgas von Russland, will die Bundesregierung von Anfang an vermeiden. Die Union kritisiert, das Konzept komme viel zu spät. Ehrgeizige Klimaziele, da muss man jetzt mit voller Energie beim Wasserstoff ran, reinholen, was geht, überall im Land verteilen, einen verlässlichen Rahmen schaffen. Was wir hier sehen, ist angezogene Handbremse. Wir brauchen aber einen echten Wumms und wir brauchen vollen Pragmatismus. In Duisburg können sie nicht mehr allzu lange warten. In gut 3 Jahren soll die neue Stahlanlage hier stehen. Spätestens dann wird der Wasserstoff gebraucht.